Florian Silbereisen hat ein wirklich nicht so gutes Tattoo. Also ich habe ja auf meinem Oberarm meine Ex-Freundin. Ein echtes Genie tritt auf. Die Reifeprüfung Abitur quasi hatte ich 1,0. Und es gibt eine Menge alternativer Kandidaten. Ich kaufe nichts an seit über 4 Jahren. All das und noch einiges mehr gab es in der letzten Casting-Folge von Deutschland sucht den Superstar 2022, einem Format, bei dem ich euch ja versprochen habe, dass ich auf jeden Fall mal wieder reinschauen werde. Und genau das mache ich jetzt natürlich mit Kommentieren, Parodieren und Analysieren. So, also ich habe auf jeden Fall Bock und dann können wir uns ja gleich mal die erste Kandidatin angucken. Und das kann ich schon mal verraten, die wird gleich ein Highlight. Mein Name ist Tina, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus der Schweiz. Und sie arbeitet in der Schweiz gerade bei einem Radiosender. Und einerseits muss ich immer sagen, dass ich Schweizerdeutsch irgendwie total cool finde. Und andererseits klingt es auch ein bisschen wie eine Märchensprache. Wunderschönen guten Morgen da draußen in der Schweiz. Egal ob du am Arbeiten bist oder sogar erst am Zähneputzen. Glücklicherweise für die meisten von uns spricht Tina allerdings auch sehr gut Hochdeutsch und erklärt dann nochmal, was sie sonst in ihrem Leben sehr beschäftigt hat. Insbesondere waren das nämlich die sozialen Medien. Es gibt ja die Seite von Social Media, wo eigentlich mega cool ist, man kann zeigen, was man drauf hat. Allerdings, und da spricht Tina wirklich was sehr Wahres aus, hat Social Media natürlich auch wirklich eine ganz, ganz große Schattenseite. Denn da wird einem ja eigentlich permanent sowas wie eine perfekte Welt vorgegaukelt. Ich habe angefangen, Stars anzuschauen und habe dann angefangen zu denken, dass ich auch so sein will. Und dieser Wunsch, so zu sein und auch so perfekt auszusehen, hat in Tina dann einiges sehr Negatives ausgelöst, weswegen sie auch professionelle Hilfe gebraucht hat. Wobei es dann ja umso cooler ist, dass sie es trotzdem geschafft hat. Ich war dann auch in Therapie, ich war in der Notfallstation und alles. Tina hatte natürlich auch eine Begleitperson dabei und mit der hat sie sich schon mal ein bisschen warm geklatscht. Ach, sowas haben die bei uns früher in der Schule auch immer gemacht und ich durfte nie mitspielen. Oh, die machen so ein Ding. Ja, genau, so ein Ding. Und Florian Silbereisen war da interessanterweise genauso talentiert wie ich, nämlich halt wirklich absolut überhaupt nicht. So war das. Hi. Ja. Kaum, dass sie noch von der Jury stand, musste Tina allerdings erst einmal etwas beichten, denn sie hat schon DSDS-Erfahrung und zwar jetzt auch eine nicht unbedingt unerfolgreiche. Ja, ich habe 2015 schon bei DSDS mitgemacht. Oh. Und damals ist sie tatsächlich auch wirklich recht weit gekommen und wurde ähnlich emotional rausgeschmissen, wie wenn man einen gelben Sack an die Straße stellt, in dem fast ausschließlich stinkende Hundefutterdosen sind. Damals bis in die Top 25 gekommen. Tina, du bist raus. Okay, aber wenn du schon mal unter den Top 25 warst, dann hast du dir ja wahrscheinlich für diese Staffel doch so einiges vorgenommen. Was genau sind denn so deine Zielvorstellungen? Ich hoffe mal, ich gewinne das Ding, oder? Ja. Das wäre ihr natürlich prinzipiell zu wünschen, aber man weiß ja bei DSDS ist insbesondere die richtige Songwahl ziemlich bedeutsam. Mal gucken, was sie uns mitgebracht hat. These Words von Natasha Bedingfield. Oh, was für ein Zufall, denn Juror Tobi, der ja wirklich gefühlt irgendwie immer jeden kennt und 3-stündige Geschichten darüber erzählt, kennt natürlich auch Natasha und hat eine 3-stündige Geschichte darüber erzählt. Wie überraschend. Ja, Natasha ist eine ganz gute Freundin von mir, die war bei unserer Hochzeit. Und so weiter. Ich erspare uns das an dieser Stelle lieber mal und außerdem wollen wir auch viel lieber Tina beim Singen zuhören. Und das war wirklich ziemlich gut. Und ich persönlich fand, sie hat sich dann sogar immer noch besser in den Song eingegroovt und ich mag auch wirklich ihre Stimme. Vielleicht wird es ja dieses Jahr besser als Top 25. Die Jury hat dann wieder unter Beweis gestellt, warum ich sie dieses Jahr irgendwie nicht besonders gut leiden kann. Denn sie haben wieder mitteltoll mitgesungen. Wie schön. Love you, I love you, I love you, I love you. Gut, eine Sache muss man aber sagen, für mich hat die Jury in diesem Jahr schon einige doch etwas überraschende Urteile gefällt. Insofern war ich natürlich erstmal gespannt, ob Tina jetzt auch wirklich weiterkommt. Ja, das war gut. Dreimal ja, wir machen es kurz. Okay, damit können wir auch zum ersten männlichen Kandidaten des Abends kommen und das muss ich sagen, das ist ein ganz besonderer, quasi so wie wenn Einstein und Beethoven Kinder miteinander haben, auch wenn das biologisch vielleicht ein bisschen schwierig ist. Vorhang auf für ein echtes Wunderkind. Ja, und dieses Wunderkind ist mittlerweile ein paar Jahre älter und hat eine wesentlich unvorteilhaftere Frisur, ist aber wirklich ein Genie und spricht eine Menge Sprachen. Ni hao, wo jiao Oscar. Tango Vin Daniels. Und wisst ihr, ich finde das immer richtig cool, wenn jemand viele Sprachen spricht, weil das meiner Meinung nach auch für kulturelles und allgemeines Interesse am Weltgeschehen spricht. Was ich aber weniger cool finde, ist, wenn man immer damit hart angeben muss und andauernd die Sprache wechselt. Dann von Vienna,
Bonjour, bienvenue chez DSDS. Aber das ist natürlich nicht alles, was so ein großartiges Genie wie Oscar kann, denn er ist auch ein begnadeter Klaviervirtuose. Und das muss man ihm allerdings wirklich lassen, da hat er schon einiges erreicht. Mit 8 Jahren zum Beispiel habe ich in der Staatsoper gespielt. Und natürlich ist er auch durch die Schule geschwebt wie ein Heißluftballon durch eine große Kirche. Okay, ich glaube, ich muss zugeben, ich bin vermutlich kein Genie. Seine Noten waren jedenfalls großartig. Die Reifeprüfung, Abitur quasi, hatte ich 1,0. Oh, und Oscar hat noch was Großes im Leben erreicht und das schafft wirklich nicht jeder. Er hat nämlich das Klugscheißer-Diplom in dreifacher Ausfertigung. Natürlich habe ich eine spezielle Auszeichnung dafür bekommen. Aber das mit den 39 Sprachen, mit dem besten Abitur aller Zeiten und damit, dass er wahrscheinlich 17 Fächer gleichzeitig studiert. Damit möchte er eigentlich gar nicht weitermachen, denn sein Herz gehört nur etwas anderem. Das, was mich am meisten glücklich macht im Leben, ist die Musik. Von der Jury wurde er dann erstmal so ein bisschen angesprochen, was er denn sonst noch so macht und hat natürlich auch ein bisschen über seine Klavierhistorie gesprochen. Und das wollte er der Jury dann auch gleich mal beweisen. Okay, da muss ich auch zugeben, das kann er auf jeden Fall richtig gut. Aber eigentlich ist er ja hier, um zu singen. Nur dafür braucht ein Genie natürlich die perfekten Bedingungen. Dürfte ich vielleicht sagen, Wasser? Natürlich, aber natürlich. Das haben wir hier für dich. Ja, und nachdem dieses schnöde H2O dann seinen Geniehals ein wenig befeuchtet hat, gab es aber schon direkt das nächste Problem. Denn Oscar muss doch auch an seinen klugen Rücken denken. Könnte ich auch an Mikrofonständer. Und dann musste er dieses schlechte Mikrofon, das er selbst natürlich aus Streichhölzern viel besser selbst gebaut hätte, auch noch testen. Ach, der ist schon ein kleines bisschen anstrengend. Hey, hallo. Okay, dann war es aber endlich soweit und Oscar hat angefangen zu singen und naja, was kann man da Positives sagen? Ich finde, rein vom Text her hat er quasi den perfekten Song ausgesucht. He is very, very extraordinary. Ja, und ich muss jetzt sagen, so schlecht war er jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber am Klavier hat er mir besser gefallen und er hätte mal geniehaft sein Hemd bügeln können. Love was made for me and you. Um noch ein paar Pluspunkte zu sammeln, hat er sich dann nochmal ans Klavier gesetzt, um den Song zu begleiten. Und man muss natürlich dazu sagen, ich bin jetzt absolut kein Musikexperte oder so, aber für mich klang das jetzt nicht so, als würde das zusammenpassen. Ich bin ehrlich, hier war ich dann natürlich wieder sehr auf das Juryurteil gespannt. Und Florians erste Worte haben mich dann auch ehrlich ein bisschen überrascht. Und man muss ja sagen, du bist irgendwo ein Genie. Definitiv. Und ich glaube, gerade der Genieblick von Oscar, der wird für immer in meinem Herzen bleiben. In der Sendung hingegen, da ist er nicht geblieben. Ich glaube, heute hier. Heute. Bei uns. Bobby. Heute endet die Reise. Und ich bin dann ganz ehrlich, ich glaube, in der vergangenen Staffel wäre Oscar dann so jemand gewesen, der ein Messer gezückt hätte und komische Dinge mit der Jury vorhatte. Aber in dieser Staffel ist ja alles ganz lieb und Oscar war auch ziemlich freundlich. Das sind Profis, Experten und da verstehe ich natürlich auch ihre Meinung. Damit können wir dann auch schon wieder zur nächsten Kandidatin kommen und die hat auf jeden Fall einen richtig berühmten Namen. Und glücklicherweise fängt der auch nicht mit H an. Sag mal, ich lese hier Emily Gottschalk. Bist du verwandt mit dem großen Thomas Gottschalk? Nein. Schade, weil ich glaube, wegen dessen Fernsehverbindung wäre sie dann automatisch im Auslandsrecall. Und Florian Silbereisen konnte sich an der Stelle übrigens einen kleinen Seitenhieb nicht ganz verkneifen. Habe ich mir gedacht, dein Klamottengeschmack ist deutlich besser. Das stimmt, denn Emily sieht immerhin aus wie 84% aller Mädchen in ihrem Alter. Aber egal, Bühnenerfahrung jedenfalls hat sie und das schon ganz schön krasse. Also ich war mit Udo Lindenberg auf Tour. Wow. Genau, und zwar als sogenanntes Solo-Kind in einem seiner bekanntesten Songs. Und ich fand das ehrlich gesagt ganz interessant, weil dann war sie ja anfangs erst 11 und ich dachte immer, das geht wegen den Jugendschutzgesetzen gar nicht, weil Udo Jürgens doch meistens abends auftritt, oder? Aber egal, daraus konnte man jedenfalls ja schon mal ableiten, dass Emily wahrscheinlich eine ziemlich gute Stimme haben muss. Und ja, die hatte sie auch definitiv. Auch die Jury war davon wenig überraschend, ziemlich angetan und deswegen hat sie natürlich auch etwas ganz Tolles bekommen. Und so langsam, muss ich ja sagen, werden die Sprüche von Florian Silbereisen etwas schlagkräftiger. Wie sagt Udo Lindenberg, das ist der Sonderzug zum Recall. Tja, und grundsätzlich ist es bei DSDS ja eigentlich immer so, dass die Kandidaten zur Jury kommen müssen. Aber manchmal, da kommt auch die Jury zu den Kandidaten und trägt dabei wirklich eine hässliche grüne Hose. Überraschung!
Gut, Leute, dann müssen wir jetzt nur noch klären, für wen ihr eigentlich jetzt genau da seid. Und versucht doch bitte mal den Namen möglichst oft in kurzer Zeit zu sagen, ja? Jana. 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 Mhm, und Jana, das habt ihr vielleicht schon gesehen, hat ja durchaus ein paar Tattoos, weswegen sich Florian Silbereisen bemüßigt gefühlt hat, auch mal über seine Tätowierungen zu sprechen. Ich hoffe nur, derjenige, der das gestochen hat, hat dafür auch kein Geld bekommen. Also ich habe ja auf meinem Oberarm meine Ex-Freundin. Ja Mensch, das ist ja quasi wie aus dem Gesicht geschnitten. Also zumindest, wenn man 9 Dioptrien hat und seine Brille abnimmt. Aber egal, Florian wollte dann sowieso viel lieber was über die Tattoos von Jana wissen. Ist das auch dein Ex-Freund hier? Glücklicherweise war dieser Totenkopf dann aber nicht ihr Ex-Freund. Was übrigens richtig bitter gewesen wäre, wenn der tatsächlich tot wäre und das irgendwie so gemeint gewesen wäre. Aber egal, Jana hat dann jedenfalls erstmal erzählt, dass sie was von Miley Cyrus singen wird. Und ratet mal, was Toby dann gemacht hat. Richtig. Er hat wieder mit seinen Promi-Kontakten angegeben. Ich habe mit Miley gearbeitet, seit sie 13 war. Da haben wir viele Platten zusammen gemacht. Dann ging seine Rede noch 6 Stunden weiter, aber glücklicherweise ist das hier eine Reaction und ich kann uns das einfach wegschneiden und wir gucken uns Jana beim Singen an. Und das war schon gar nicht so schlecht. Und ich muss dann auch sagen, dass sie irgendwie einen ziemlich coolen Vibe in der Stimme hatte und sie hat sich auch immer mehr in den Song reingekämpft. Vielleicht hat sie da auch deswegen ein bisschen trauriges Gefühl reingelegt, weil sie immer noch an das schlechte Tattoo von Florian Silbereisen gedacht hat. Auch von ihr war die Jury dann wieder richtig begeistert. Und gerade Ilse hat sich benommen wie ein Gummibär, der gerade mal so richtig seinen Saft hatte. Gummibären. Ja, ja, ja! Dreimal ja, du bist im Recall. Gut, als nächstes beehrt uns wieder eine Frau. Und die ist auch ein bisschen besonders, sag ich mal. Aber stell dich doch erstmal bitte vor. Hallo. Hallo, die Kamera ist hier vorne und bitte sag doch mal deinen Namen. Ich heiße Lauren Miller, ich komme aus Chicago. Okay, allerdings lebt sie schon ziemlich lange in Deutschland und hat auch hier unter anderem eine Schauspielausbildung genossen. Ich krieg da allerdings direkt wieder Anushka Renzi Dschungelcamp Vibes, wenn ich das höre. Ich war in der Clownschule, die Ausbildung komplett. Und ihren Vornamen müssen wir uns sowieso gar nicht merken, weil so heißt sie ja nur privat. Wenn sie künstlerisch tätig ist, hat sie einen anderen Namen. Aber auf der Bühne heiße ich Dottie Miscati. Genau, und mit diesem Künstlernamen ist sie dann auch im Burlesque-Bereich beschäftigt. Was uns Florian nochmal relativ unprofessionell zusammenfasst, während im Hintergrund der wahrscheinlich übelste Klischee-Rentner, den ich in letzter Zeit gesehen habe, irgendwas auf seinem Handy rumtippt. Ist das so mit, wo man diese ein bisschen zuklebt, oder wie sagt man? Genau, und beim Burlesque ist die, sagen wir mal, so freizügig, dass ich euch die Ausschnitte dazu nicht mal zeigen darf. Und sie hat auch kein Problem damit, ihren Körper ein bisschen in Wallung zu bringen. Es ist alles egal. Hier ist mein Bauch, hier ist mein Fett. Allerdings, und das finde ich ja ganz cool, kommen dann ins Burlesque wohl auch überwiegend Leute, die jetzt nicht unbedingt ein Problem damit haben, dass sie keinen BMI von 23 hat. Eher im Gegenteil, die sind richtig begeistert. Der denkt, ja, das ist die Bau! Yeah! Von dieser Vorstellung war dann insbesondere Tobi wohl sehr begeistert. Vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Und ich wüsste wirklich sehr, sehr gerne, was der Typ da im Hintergrund die ganze Zeit auf seinem Handy rumtippt. Kannst du mal ein bisschen zeigen? Ich habe keine Ahnung. Nein. Alles anders. Gut, dann würde jetzt ja eigentlich nur noch fehlen, dass Lauren auch noch singen kann. Blöd nur, dass man darüber jetzt wahrscheinlich streiten kann. She packed my bags last night, pre-flight. Ach, aber bestimmt muss sie sich einfach nur mehr in den Song einarbeiten, weil sie ist ja wirklich eine Künstlerin. Also hören wir ihr natürlich gerne noch ein bisschen weiter zu. Ich muss nur komischerweise mal eine Stunde weg. Bis dann. I am at home. Oh, no. Die Jury war dann leider nicht so begeistert. Aber man muss ja sagen, die ist wirklich viel, viel freundlicher als in den letzten Jahren. Und deswegen hat Florian das auch sehr liebevoll rübergebracht. Also er hat zumindest versucht. Du tanzt, das ist doch toll, ich wünschte, ich könnte das. Dreimal nein, leider. Der nächste Kandidat, das kann ich schon mal sagen, ist auf jeden Fall auch wieder ein bisschen besonders. Aber okay, jeder darf sich hier zunächst natürlich erstmal vorstellen. Sehen Sie dieses Blatt und stellen Sie sich vor, dass es ein Mensch ist. Okay, ich probier's mal. Das war ich vor dem DSDS. Ach so, du warst vor DSDS also ein zerknülltes Papier und bist jetzt ein glattes? Ich glaube, darüber sprechen wir nachher nochmal, aber bitte stell dich wirklich erst nochmal vor, okay? Hallo, ja, ich bin Bartel Michalek.
Ich komme aus Polen. Naja, und Bartu ist, das kann man dann ja positiv über ihn sagen, auf jeden Fall sehr von sich überzeugt. Ein bisschen negativer formuliert könnte man aber auch sagen, er ist der einzige Anhänger seiner eigenen Religion. Ich sehe mich als die wichtigste Person. Ich bin sehr charismatisch. Aber das ist natürlich nicht alles. Und die Liste seiner Vorzüge ist so lang, dass sie gefühlt wirklich die halbe Folge ausgemacht hat. Er und Toby, die, glaube ich, müssten sich richtig gut verstehen. Ich habe was zu sagen. Ich bin direkt zum Menschen. Naja, und jemand, der so toll ist wie er, der wird doch bestimmt von seinen Freunden jetzt total viel Unterstützung für seinen Auftritt bei DSDS bekommen haben. Oder? Viele Leute haben wirklich gesagt, ich sollte es gar nicht machen. Dass Bartu allerdings durchaus bei einigen Personen, sagen wir mal, gewisse Reaktionen hervorrufen kann, das merkte man dann deutlich bei der Jury und gerade bei Ilse. Liegt da etwa ein bisschen Liebe in der Luft? Wow! Hi, grüß Gott! Du siehst toll aus! Tja, und dass er dann zu flirten versteht, das ist natürlich bei der Liste seiner Vorzüge völlig klar. Und dabei dachte ich, DSDS ist so ungefähr das einzige Format bei RTL, das mal nichts mit Dating zu tun hat. Aber sie auch. Ah, danke. Ja, richtig schön. Da in diesem Jahr ja noch eine Sache bei keinem Kandidaten fehlen darf, nämlich die dunkle Geschichte aus der Vergangenheit, musste Bartu die natürlich aber auch erst nochmal erzählen. Als ich 12, 13 war, ich war ziemlich gemobbt in der Schule. Allerdings muss man ihm jetzt fairerweise dazu sagen, dass es vielleicht kein ganz normales Mobbing war und dass er da wirklich einige Probleme hatte. Denn seine Mitschüler kamen mit seiner Art früher wohl so gar nicht klar. Weil ich sah immer irgendwie komisch aus. Ich habe wirklich mit Stöckelschuhe bin ich da gelaufen. Und überhaupt ist Bartu wohl auch sehr froh, mittlerweile in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Denn diese Reaktionen verbindet er auch immer noch ein bisschen mit seinem Heimatland. Und je nachdem, wie man zu den politischen Situationen dort steht, kann man das vermutlich durchaus so sehen. Polen ist, ich würde sagen, noch nicht bereit für Leute wie ich. Auch angesprochen wurde er dann nochmal auf seinen ja doch eigentlich, wie ich finde, relativ coolen Klamottenstil. Den kauft er allerdings nicht bei Markenherstellern, sondern ganz woanders. Ja, Secondhands. Ich bin nicht so der Konsummensch. Und kein Konsummensch, das ist bei ihm definitiv sehr, sehr wörtlich zu nehmen. Ich glaube, die nächste Aussage, die er tätigt, habe ich noch nie von jemandem vorher gehört. Ich kaufe nichts an seit über 4 Jahren. Naja, ob ich das jetzt glauben kann, weiß ich natürlich auch nicht, weil er ja eben noch von Secondhand gesprochen hat und da muss man ja eigentlich auch was bezahlen. Aber egal, um seine Ernährung kümmert er sich jedenfalls auf die wahrscheinlich natürlichste Weise, nämlich indem er seine Sachen selber anpflanzt. Mein Garten habe ich seit 2 Jahren. Wir freuen uns immer, daraus zu ernten. Genau, und wenn er nicht erntet, dann isst er ja wahrscheinlich seiner eigenen Logik nach einfach nichts. Aber jetzt mal ohne Witz, ich finde ihn eigentlich schon ganz cool und Ilse auch, nur halt vielleicht echt ein bisschen zu doll. Ich finde dich ein faszinierender Mensch schon. Oh, danke. Ja. Ich finde es schön, wie du reden kannst. Und bevor Bartu dann überhaupt noch angefangen hat zu singen, hat er quasi schon mal den Recall klar gemacht. Das ist, glaube ich, auch einmalig in der DSDS-Geschichte. Du bist so hübsch. Also... Du darfst bleiben. Komm. Dann war es aber endlich soweit und er ist zum Mikro gegangen, um zu singen. Und was soll ich sagen? Das nenne ich mal eine positive Überraschung. There is our house in New Orleans. Ja, und ich muss auch sagen, er hat irgendwas ganz Bestimmtes in der Stimme, was auch gerade bei Florian Silbereisen für eine Ejakulation oder so gesorgt hat. Also zumindest sah es ein bisschen so aus. And it's Er war dann auch einer von denen, die man endlich mal den Song hat komplett durchsingen lassen. Und ausnahmsweise hat die Jury sogar mal nicht mitgesungen. Geil. Wenig überraschend war sein größter Fan auch nach dem Gesang dann immer noch Ilse. Tja, da würde mich ja mal interessieren, ob aus den beiden irgendwann nochmal was wird. Ich fand es auch ganz toll. Ich fand es ganz toll. Naja gut, aber da sind ja wie gesagt auch noch ein paar andere Jurymitglieder und die müssen natürlich auch noch was dazu sagen. Aber okay, so richtig überraschend war das Urteil von denen natürlich auch nicht. Herzlich willkommen im Recall. Ich bin gespannt, was wir von dir noch alles erleben werden. Gut, und da es ja bei DSDS 2022 in diesem Jahr neuerdings so ist, dass der Recall dann am Ende der Folge noch direkt stattgefunden hat, hat man Bartu dann auch gleich noch mal gesehen und da war er irgendwie nicht mehr so positiv gelaunt, sondern hat gleich mal mit einer Kampfansage gestartet. Wenn es jemandem nicht gefällt, ich bin nicht für jeder. Und auch Tina musste natürlich nochmal für die Jury auftreten, hatte dafür aber was ganz Besonderes vorbereitet, nämlich einen ganz besonderen Song, der so gesehen quasi nicht wirklich für sie geschrieben wurde. Und zwar ist das Redbone von Childish Gambino, das ist ja eigentlich ein Mann. Ich muss dann aber sagen, dass sie das wirklich ziemlich cool interpretiert hat und ich glaube, das ist auch genau das, was man als Superstar können sollte. Meine Stimme hat Tina. Und Bartu hat sich dann nochmal entschieden, was ganz anderes von der Art her zu performen als das letzte Mal. Und auch das hat wirklich gut geklappt.
Auch die anderen Kandidaten, von denen ich euch jetzt sowieso gar nicht alle wirklich zeigen konnte, haben aber nochmal ihr Bestes gegeben. Ich glaube, manchmal ist DSDS-Juror zu sein gar nicht so einfach. Wobei, wenn die dann auf ihren Kontostand gucken, ist es wahrscheinlich doch wieder einfach. Ihr habt uns das Leben mehr als schwer gemacht. Ja. Sehr schwer. Am Ende war es dann auch tatsächlich so, dass es in dieser Folge nur 2 Tickets für den Auslandsrecall gab. Hier ist Nummer 1. Tida. Und das ist für mich dann irgendwie immer der schönste Moment in dieser Serie, wenn die Leute sich so wirklich freuen, dass sie weitergekommen sind. Und ja, das kann Tina. Gut, damit gibt es jetzt also nur noch ein Ticket und da standen ja unter anderem auch noch Emily und Jana. Bekommen hat es dann allerdings jemand anderes. Bato. Tja, und das war's dann tatsächlich auch schon wieder mit dieser Casting-Folge von DSDS 2022. Wenn du genauso viel Spaß hattest wie ich, würde ich mich jetzt mega über ein kostenloses Abonnement freuen. Und ich bin ehrlich, ich bin jetzt irgendwie immer noch nicht so sicher, ob ich DSDS jetzt regelmäßig bringen soll oder nicht. Weil auf der einen Seite muss ich sagen, mittlerweile finde ich die Staffel doch ganz cool und es macht ja auch irgendwie Spaß und so. Nur ich kann mir ohne die schrägen Kandidaten überhaupt nicht vorstellen, dass der Auslandsrecall irgendwie interessant werden könnte. Aber letztlich bestimme ich das natürlich nicht nur alleine. Also wenn du unbedingt möchtest, dass ich das weitermache, dann schreib mir das doch einfach sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und da musst du jetzt eigentlich sowieso eine Nachricht für mich hinterlassen, denn sonst musst du jetzt 20 Stunden lang mit Oskar Chinesisch lernen.